Ja, zwei Raritäten, also nicht ganz. Ein Philips N 4515, kennt man schon mal gesehen, ne? Ein richtig coole, voll mit Knöpfe versehene Tonbandgerät. Finde ich immer cool, dass sie sogar hier ein für die Aufnahme alle Regler vorhanden hat. Ich mache die Kiste hier. Ja klar, allerdings, wenn man hier reingeht, jetzt dann weiß man genau, wie die Andruckrolle aussieht. Das lassen wir. Ich soll das nur testen, um zu sehen, ob es funktioniert. Und das tut er. Ja, also macht er alles. Mal sehen. Hat drei Motoren, drei kleine Motoren, aber Bremse ist gut. So, der bewegt sich. Ja, was hat er hier? Zack. Ja, wir sind jetzt auf den Saba hier 9140, auch ein richtig schöner, ja, mach mal ein bisschen leise, richtig schöner Receiver. Der hier ist sogar sehr, sehr gut erhalten, hat mal leichte Brummton drin, aber das lässt sich beseitigen, ist ohne weiteres nichts Schlimmes. Verstärkertechnisch super Klang, gefällt mir auch hier die Verarbeitung, Knöpfe. Wirklich einer der schönsten Receiver, die früher gebaut worden ist. Und ja, von den Knöpfen und Reglern. Und ist natürlich klar, der hat drei Motor und drei Köpfe Philips hier. 4515, ein Kunststück. Lohnt sich auf jeden Fall, das Teil zu revidieren komplett. Ja, ist eine kleine Baustelle. Aber die machen wir heute nicht. Und nur wenn es sogenannte Zeit dazu gekommen ist, wir haben entschlossen, das Gerät erstmal so zu lassen, weil es funktioniert. Und es wäre schade, jetzt irgendwas anderes zu unternehmen. Okay, hier wollte ich nochmal die Geräte zeigen. Ansonsten gibt es ja nichts, was man dazu und sonstiges. Genau. Also die Geschwindigkeit hier. Die Motoren ziehen natürlich an. Schöner Drehmoment. Ja, das sind die Eingänge hier für die Aufnahme. Als Verstärker kann auch benutzt werden, das Gerät. Gefällt mir auch sehr gut. Man hätte nichts anderes gebraucht früher. Hat sogar einen Rauschunterdruck und die Spurwechsel hier. Source und Tape Monitor, jetzt wir, ja, da hat man die Windspeed hier, auch coole Sache, ja, und okay, ja.